FX Zone Act 2. Wir nähern uns immer weiter dem Finale von Sonic 3 und Knuckles. Ja, auch untypisch, ne? Den Part, den Part mitten im Act zu beenden. Aber es hat sich angeboten, denn heute, ich bin mir sehr sicher, dass wir das Ende vom Spiel erleben werden. Wie genau sich das äußert, das werden wir rausfinden. Das weiß ich selbst auch nicht ganz genau. Aber heute geht es vorbei. Ja. So, jetzt immer auf dem Kopf. Das, was ich schon angekündigt hatte, beziehungsweise erwartet hatte. Will ich das Feuerschild? Eigentlich schon. Da ist ein bisschen Umdenken erfordert hier. Vor allen Dingen bei den Rollbändern. Aber das geht scheinbar beständig nur in eine Richtung. Ja, oder bei sowas. Wenn man zu doof ist, dann ist das doof. Das war pures Glück. Ach Gottchen, ich glaube, das gab es auch nicht nochmal irgendwie, ne? Dass man so auf dem Kopf war. Oh ja, danke. Ich nehme alles zurück. Nicht danke. Ganz bestimmt nicht danke. Ja, leider, jetzt ist halt die letzte Zone, ne? Also ich bin mir zu 900% sicher, dass es die letzte Zone ist. Danach kommt der Boss. Der hat, glaube ich, theoretisch nochmal eine eigene Zone. Und dann gucken wir mal. Nee, so haben wir nicht gewettet. Das sehe ich nicht ein. Aber das sind Schwerkraftänderungsschalter, so wie ich das gerade auffasse. Nee, das sehe ich nicht. Nein, ich will auf meiner gewohnten Höhe. Danke. Ach so, an die Schalter. Ja, glamouröse Meisterleistung. An die Ringe kommt man da wahrscheinlich. Mit anderer Schwerkraft? Ich weiß nicht, wie man da dran kommen soll. Soll auch nicht mein Bier sein. Ja, auch hier weiterhin komplett blind. Das leidet leider alles ein bisschen darunter, dass es blind ist. So von der Kommentarqualität und her habe ich zumindest den Eindruck, aber was soll ich machen? Ich kenne es halt nicht. Das war Skill, hä? Huh? Da habe ich auch mal 100 pro aufgepasst. Nein! Nein! Eckbällenfernseher sind so tückisch. Jeder hasst sie. Lass mich hier raus. Los. Weg hier. Auf direktem Wege. Man will da auch überhaupt nicht rein. In Sonic 2 hat das wenigstens was gebracht. Ist der? In Sonic 2 war das cool. Oh. Achso, ja. Dieses auf den Kopf bringt mich so durcheinander. Ich bitte das zu verzeihen. An diese Griffe, da gewöhne ich mich auch irgendwie nicht dran, ne? Mal funktionieren die, mal funktionieren die nicht. Das ist ganz merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. Wieder so eine Passage. Woohoo! Wupp, 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 wupp. Wer baut das eigentlich? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass jemand im DevEck auch dafür verantwortlich ist, dass es solche Gerätschaften überhaupt gibt. Und, würde mich doch sehr interessieren, wer das verzapft hast. Muss eigentlich totaler Mist sein. Irgendjemand baut es und ich glaube, Eggman wäre davon auch nicht begeistert. Stündlich Mitarbeiter entlassen. Leute! Ey, das ist doch dumm. Das ist doch dumm. Ich wollte gerade abspringen. Sehen Sie hier spannende Paar. Hallo? Geh da doch mal hoch. Die nachfolgenden Sendungen ver. Das geht mir hier dezent auf den Sack, ne? Ha, ach, baut das doch einfach so, dass es funktioniert. Meine Fresse. Bitte. Also ich will nichts sagen. Aber ich kann ja nichts machen, wenn ich zu früh drücke, komme ich nicht hoch genug, wenn ich zu spät drücke. Ich fühle mich verarscht. Ganz ehrlich, das geht mir auf den Sack. Ah. So, ich renne jetzt einfach da lang und jumpe. So, und jetzt geht hier hoffentlich auch nichts mehr schief. Danke. Merkt ihr jetzt, was ich meine? Nochmal. Yay. Yay. So. Boing, 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 Alter. Ich habe das Gefühl, das ist nicht so gedacht. Ah. Ne, keine Ahnung, jetzt das Ende vom Spiel ist. Vielleicht merkt man es mir an, aber so warm werde ich gar nicht damit, ne? Muss ich leider zugeben. Der Anfang hat mir. Oh Gott. Deutlich besser gefallen. Wenn ich jetzt tot bin. Wer baut das denn?
Ich weiß es doch vorher nicht. Im Ernst, ich weiß es halt vorher einfach nicht. Wo ich mich dann frage, Leute, das ist halt genauso die Art von Leveldesign, die Portion, die mir nicht gefällt. Ach Gottchen. Haben wir ja nur noch heute zu ertragen. Ist halt deswegen schade, weil ich echt sehr positiv überrascht war. Aber jetzt momentan ist es ein bisschen anstrengend. Das möchte ich nicht leugnen. Na, ja. Ach so, das sind zwei. Ich steig nicht ganz durch, aber oh, jetzt muss ich ja die Passage nochmal machen. Hilfe! Aber jetzt habe ich ja meinen Plan dafür. Zack. Ja, da gucken jetzt natürlich alle Sonic-Veteranen, gucken doof, aber so ist das eben. Diesmal weiß ich auch hier direkt Bescheid. Ja, wenn es nicht mehr blind ist, dann... Na, konnte ich nichts mehr machen, da war ich schon zu gedamaged. So, hier. Jetzt machen wir das mal richtig. So, dass ich auch... Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber diese Stellen sind einfach Müll. Das ist einfach Schwachsinn. Warum? Warum in Gottes Namen? Ich verstehe es nicht. Insta-Death erstmal. Wenn man da Pech hat, dann ist man halt gearscht. Und darauf stehe ich einfach überhaupt nicht. Also so gar nicht einfach. Also wie das hier ist. Könnt ihr mal eure Meinung in den Kommentaren da lassen. Übertreibt, das ist genau so ein Bums. Hier habe ich jetzt wieder keinen Speed und dann... Ja. Einfach nur anstrengende Stellen, mehr nicht. Dankeschön. Danke, dass es klappt. Ein bisschen meckern muss ja auch mal sein. Zwar meckern auf... Nein, nein, nein. Oh Gott. Wenn du hier schon so paranoid wirst, weil du dir konstant denkst, jetzt bin ich tot. Aus nichtigen Gründen. Kann das so geil ja nicht sein, ne? Wupp, 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 wupp. Auch noch perfekt mit der Musik synchronisiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, weichst du dem einen aus, ratterst du ins andere rein. So sieht's aus. Diesmal kommen wir vielleicht an der einen Stelle vorbei. Ich habe auch nur noch ein Leben. Deswegen fände ich das jetzt echt ziemlich gut. Wenn ich da mal lang kann. Diesmal warte ich. Und dieses Mal mache ich das ganz, ganz langsam hier. Guck mal, das ist so gemacht, dass wenn ich auf eine Seite gehe, dass er gar nicht mehr aufhört. Selbst wenn ich dann schon auf die andere gehe. Und hier ist der Checkpoint. Du willst mich doch mobben. Jetzt bringt er mir halt auch nichts mehr, wisst ihr? Jetzt bin ich sowieso beim nächsten Tod K.O. So, da kann man dann auch nichts mehr machen, leider. Jetzt mal auf dem Kopf. Kann das auch die Schwerkraft beeinflussen, dass ich jetzt wieder auf dem Boden lande? Vielleicht. Kam jetzt aber nicht vor. Ah, jetzt sind wir aber. Doch, jetzt sind wir auf dem Boden. Jetzt sind wir auf dem Boden, da war ich ein bisschen Brain AFK. Fast so viel Autopilot wie in Sonic Forces, ne? So Shots kann man nur feiern, wenn man dann auch kompetent genug zum Reden ist. Das bin ich leider nicht. Zack, zack. Haben wir es gleich. Es wirkt relativ final, ne? Jetzt langsam schon. Wupp, 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 wupp. Ganz viel Autopilot. Es kündigt sich ein bisschen an vom Spielgefühl her. Dass es jetzt aufs Ende zugeht. Ah, perfekt. Ah, das ist perfekt. Das verliere ich sowieso in 2 Sekunden, aber trotzdem. Ja, merkt ihr das? Hier kommen immer wieder so Passagen, man wird irgendwo hingeführt. Das riecht nach dem Ende, das wir hier gleich erleben. Ach du lieber Himmel. Das habe ich gar nicht gesehen. Ach so, wenn man draufspringt, ändert der Tails. Willst du mich eigentlich... Ich wollte gerade sagen, ja, irgendwie muss ich die Richtung ja ändern. Schön, dass man, wenn man hier mit Tails spielt, scheinbar die Richtung nicht ändern kann, weil Tails dann auch nochmal hinterher jumpt. Das ist doch geil. Dankeschön. Laterne auch mitnehmen. Na gut, aber wenn da...
Ah doch. Jetzt passiert hier was. Oh, ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie das geht. Und das ist unfassbar nervig. Ja. Wir müssen das so machen, dass das auf ihn prallt. Weil der achtet ja nur auf uns, aber nicht auf... Oh Gott. Nicht auf die Gefahren hier. Guck, ja. Und schon funktioniert's. Wollte ich sagen, kann ich hier bitte irgendwas tun? Ist also mehr jetzt ein Zeitspiel-Boss-Kampf. Ich habe keine Ringe mehr. Wow, ich hätte noch Ringe haben können. Sagen wir es so. Das trifft ihn auf jeden Fall jetzt. Ich bin hier echt ein bisschen unter Stress gerade. Ja, Treffer. Scheinbar zumindest. Ich wechsle einfach mal die ganze Zeit, weil hier in den Teleprompter... Teleprompter ist was ganz anderes. Teleporter nenne ich es einfach. Es sind ja im Prinzip eigentlich keine Teleporter. In denen bin ich halt relativ safe. Und das klingt auch immer so geil nach dem Treffer. Wie das durch ihn durchfliegt, alles klar, merke ich mir, ne? Merke ich mir dann mal. Also so viel kann er jetzt eigentlich nicht mehr aushalten. Ja, die Hitbox, die ist manchmal ein bisschen gemein. Ja, Treffer. So hat das zu sein. Spannender Bosskampf auf jeden Fall. Wenn man das Muster raus hat. Ich meine, die Stacheln treffen mich ja auch nicht mehr, wenn ich da reingehe. Muss man sich gar nicht bemühen. Hoffe ich. Ah ja, nur die Stacheln, okay. Klar, nur die Stacheln tun auch weh. Sonst prallen einfach die Dinger an ihm ab. Nichtsdestotrotz ist das eher ein Zeitspiel. Nein, die gehen jetzt beide kaputt, oder? Ja. Auch einer der Bosse, die ich eher nervig finde, weil es bringt mir alles nichts, was hier passiert. Bringt mir alles gar nichts. Ja, gehe einfach genau dann kaputt. Ist in Ordnung. Wenn ich hier an Zeittod sterbe, kriege ich übrigens die mittlere Krise des Jahrmillions. Wollte ich euch nur drüber informieren, dass das dann so sein wird. Er ist weg. Und ich stehe hier oben mit veränderter Schwerkraft. Und komme hier nicht raus. Oh boy, ey. Ich dachte, das wäre eine Cutscene. Willst du mich verarschen? Ich dachte, das wäre eine Cutscene. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich kann nicht ab da starten, weil es ist keine neue Zone, oder? Das ist doch Schwachsinn! Das ist doch der reinste Schwachsinn! Oh, geht mir diese Zone auf die Eier, Alter! Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da wieder hingespielt habe. Mein Gott! Einen nervigen Boss und ein nerviges Playthrough von der Zone später. Diesmal bin ich vorbereitet. Diesmal geht da hinten alles kaputt. Und diesmal... Ja, ich kenne den Boss halt trotzdem nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Problem ist halt, ich habe null Ringe. Damit habe ich ein sehr großes Problem, wenn ihr mich fragt. Ach, alle Finger selber verletzen. Die sind einzeln. Tails könnte mir dabei jetzt eine Hilfe sein. Aber Tails ist Tails, deswegen ist Tails keine Hilfe. Der könnte halt parallel dazu auch nochmal Finger verletzen. Macht er aber nicht. So, ich bin mir jetzt schon sicher, dass ich mindestens einmal sterben werde. Warum? Weil es ein Sonic-Boss-Kampf ist. Und Sonic-Boss-Kämpfe liegen mir nicht nur nicht, sondern sind auch dafür bekannt, hin und wieder mal ein bisschen fies zu sein. Dafür spielt aber die... Oder verbuggt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Meine Güte, Leute. Warum denn? Warum denn so ein Stress? Also es ist halt dieselbe Manier wie bei Sonic 2. Keine Ringe für den letzten Boss. Gut, weil sonst könnte man echt das Risiko eingehen, dass so ein Boss Spaß machen könnte. Und das will man natürlich vermeiden. Ja, tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen genervt sein sollte, aber ich bin halt echt kein Riesenfan von dieser Passage hier. Schon gar nicht davon, wenn ich mich in die Finger reinbagge. Das muss halt einfach nicht sein. Hinten und vorne nicht. Ich weiß nicht mal, wie das passiert ist. Von daher hoffen wir einfach, dass es nicht nochmal passiert. Da seht ihr, jetzt macht Tails halt einen richtig guten Job. Ich habe sogar zwei Treffer gemacht. Das war zwar ziemlich knapp, aber es hat geklappt. So, komm schon. Das dürfte jetzt dann eher die erste Phase sein. Hände besiegen, das haben wir ja schon mal in dem Spiel gemacht.
Warum auch immer der ganze Boss deswegen jetzt quasi verschwindet. Ja, ja, jetzt ist es hier so eine Passage. Ich bin gesprungen, wusste nichts vom Feuer, lande und kann nichts mehr tun. Das ist gutes Boss-Design. Ich meine, okay, da konnte ich jetzt halt wirklich was für, aber... Das macht's bei null Ringen halt nicht weniger nervig. Warum muss ein Boss null Ringe haben? Ich versteh's nicht. Das hat schon bei Sonic 2 überhaupt keinen Spaß gemacht. Null. Ich halt's halt nicht. Ich meine, wenn die es für richtig halten, dann macht's doch, aber... Meine Impression ist negativ. Na, schade. Finger habe ich jetzt aber langsam raus. Ich weiß nicht, ob ich theoretisch auch einfach unter den Händen spin-dashen könnte. So einfach wird es nicht sein, aber es ginge bestimmt irgendwie. Und da habe ich mich schon wieder in den Finger gebackt. Der Spaß wird nie vorbei sein. Woohoo! Ach Gottchen, ey. Muss so ein schwarzes Schaf in so einem coolen Spiel wirklich sein? Alles an dieser Zone stört mich und nervt mich. Muss man auch erstmal hinbekommen. Aber okay, dann leg mal los. Mach mal deine Putty. Ich gebe mein Bestes. Nee, es geht bestimmt, dass man sich daneben stellt und dann Spin Dash durch die ganzen Finger macht. Man kann dagegen Spin Dashen, aber es macht keinen Sinn. Sagen wir es mal so. Und wenn es keinen Sinn macht, dann mache ich es auch nicht. Sonst wäre es ja ziemlicher Schwachsinn. Zack. Weiß nicht, ob es irgendein Muster gibt, an dem man es noch erkennen kann. Ich merke es einfach daran, dass die Finger aufhören zu wackeln. Dass er jetzt gleich seinen Angriff plant. Zack. Okay. Die nächste Phase kenne ich halt immer noch nicht. Ich bin ja direkt in der gestorben. Kaum, dass er sein Feuer speit. Ich bin mir sehr sicher, wir müssen einfach gegen ihn springen. Deswegen mache ich jetzt einfach mal so. Ja, da ist der Emerald drin. Kann man auf jeden Fall mitrechnen. Kann man ahnen und finde ich auch fair platziert. Also, man hat richtig gesehen, dass ich da sehr vorbereitet drauf war. Was ist denn los? Jetzt glitsche ich mich und... Das ist Schwachsinn. Was ist das? Passiert das immer wieder? Ist das reproduzierbar? Nein. Hä? Ich hab nichts gemacht. Ach, das ist doch Bullshit. Jetzt mal im Ernst. Was soll denn so ein Scheiß? Meine Herren. Darunter leidet in Wahrheit das Commentary, dass man da keinen Bock drauf hat einfach. Nicht, dass es irgendwie blind wäre oder sowas. Schwachsinn. Und halt immer wieder durch diese Phase. Wenn es wenigstens einen Ring gäbe oder drei oder so. Wie bei allen anderen normalen Bossen auch. Aber nein, wir sind der Final Boss. Wir brauchen sowas nicht. Wir machen auch so Spaß. Der Defect Robot aus Sonic 2 ist ja auch ein sehr beliebter Boss ohne Ringe. Von daher, lass einfach nochmal denselben Fehler machen. Ist okay. Jetzt hat Tails einen Treffer abbekommen. Eben hat er einen Treffer gelandet. Spannend. Ja, meine letzte Bastion wäre, dass ich nach der Phase hier einfach ein Safe State setze, weil das ist halt witzlos. So. Okay. Macht er das jetzt nur, oder? Okay, das macht er nur. Dann jump ich jetzt mal dagegen. Jump! Und ich bin mir sehr sicher, dass man eigentlich gegen den soll. Ja! Wenn man da den Gegen kommt und nicht schon wieder direkt wegen Nullringen stirbt. Ein Treffer noch, dann dürfte der Finger auch down sein. Ja. Und hier mache ich jetzt das Versprochene. Ich bin mir hochgradig sicher, dass ihr da kein großes Problem mit habt. Weil die Alternative dagegen, dafür, dazu, wie auch immer, wäre, dass ich durch den Gegner fliege. Ich bin mir sicher, dass ihr da nichts gegen habt, weil die Alternative dazu wäre, dass ich einfach nur immer genervt und genervter wäre. Dabei etwas zu machen, worauf ich überhaupt keine Lust habe. Und deswegen... Ja, ich weiß nicht, muss man dann den wirklich auch noch attackieren? Kann ich mir gut vorstellen. Ich nehme jetzt einfach mal an. Ja. Muss man. Dann mache ich so. Auf den Emerald. Okay. Ich dürfte die Phase verstanden haben. Hoffentlich. Wäre doof, wenn nicht. Ja, Tails ist eine gute Hilfe dabei. Das muss man mal so zu...
Das ist doch purer Schwachsinn. Da kann mir doch keiner irgendwas erzählen. Dass das cool wäre. Vor allem, ihr müsst ja bedenken, wenn ich mir hier nicht mit... Ja, okay, das war mein Fail. Jetzt stellt euch mal vor, ich bin so schon genervt von dem ganzen Gedöns hier. In der Theorie müsste man immer und immer wieder die Defekte durchspielen. Haben Leute da Spaß dran? Ich bezweifle es. Ich bin ja nicht mal Fan der Defect Zone. Von daher nehme ich das jetzt einfach mal als Schwachsinn hier hin. Ich werde einfach gucken, dass Tails immer die Treffer landet. Ja. Das sieht mir nach dem sinnvollsten Prinzip aus. Und dann backe ich mich da wieder rein. Leute, das ist Bullshit. Das ist der pure Bullshit. Okay, mit Konzentration geht das schon. Nichtsdestotrotz habe ich in meinem Leben schon mal coolere Aufgaben gelöst als das. Dich gilt es jetzt einfach nur noch zu treffen. Und zwar mit schönen Sprüngen. Draufgehen können wir hier eigentlich nicht, wenn wir einfach nur die ganze Zeit im Rennen bleiben. Weil weitere Gefahren birgt die Passage hier, glaube ich, auch nicht. Einfach nur dem zusammenbrechenden Death Egg einigermaßen entfliehen. Und dann haben wir alles. Kreischkröl, Ausflip. Ja, mit ein bisschen Konzentration und Spucke geht das schon. Ich muss halt auch bedenken, nebenbei noch versuchen zu kommentieren. Das ist immer noch mal eine andere Liga. Da sind die Sachen dann teilweise auch ein bisschen schwieriger zu koordinieren. Jetzt, wo ich mich mal rangesetzt habe und einen Versuch gemacht habe, wo ich echt einfach nur auf das Spiel fixiere und fokussiere. Hat's ja geklappt. Bei meiner Meinung bleibe ich trotzdem. Endbosse in Sonic machen nicht immer unbedingt Spaß. Okay. Nichtsdestotrotz möchte ich mich ein bisschen für meine... Was war das? Hat Tails Sonic da gerade runtergeschmissen? Oder was ist passiert? Das sah irgendwie danach aus. Das Podest, auf dem er draufsteht, mal eben zur Seite kippen. Ja, wir haben wieder den Master Emerald zurückgebracht und damit die Welt gerettet. Das müssten jetzt die Credits sein, wenn ich mich da nicht vertue. Oder? Oder kommen die gleich erst und das hier ist immer noch ein Stückchen Story? Nee, das sind die Credits. Ja, wie gesagt, also lasst euch von dem Part jetzt nicht täuschen. Bei dem Rest des Spiels hatte ich wirklich zu 90% einen Heidenspaß. Und es hat mich auch nicht abgenervt, dass ich irgendwie ein paar Zonen doppelt machen musste, weil es hat Spaß gemacht. Ganz einfach. Ich bin froh, diese Erfahrung gemacht zu haben mit dem Spiel und das nachgeholt zu haben. Nach etlichen Jahren, wo ich es schon vorhatte und nie in die Tat umgesetzt habe. Nichtsdestotrotz, Ende hätte nicht sein müssen. Geht mir bei Sonic 2 aber exakt genauso. Deswegen... Da wusste ich nur schon, was auf mich zukommt. Wenn ich bei Sonic 2 am Ende Probleme habe, dann wird mich das eben deswegen nicht nerven, weil ich einfach nicht blind spiele. Na, ich denke, Sonic ist ja was, da hat man sowieso einen großen Vorteil, wenn man es kennt. Und das war bei mir jetzt eben einfach nicht der Fall. Ja, aber Sonic 2 ist genauso ein Phänomen. Ja, das ganze Spiel über, hast du eigentlich Bock? Okay, dann kommt die, wie heißt sie? Die ganz unbeliebte Zone, Metropolis-Zone, die auch noch drei Acts hat. Gut. Ist vielleicht nicht so geil am Ende. Und dann kommt halt die Death Egg Zone mit dem Death Egg Robot, der auch nicht ganz so geil ist. Vor allen Dingen, wenn man ihn nicht kann. Und hier sehe ich ein ähnliches Muster. Death Egg Zone. Muss man sich sehr durchbeißen. Und dann der Final Boss. Ob man da Bock drauf hat. Ich meine, in diesem Falle ist es ja sogar so, dass es keine eigene Zone ist.
Ja, in Sonic 2 könnte ich halt sagen, okay, starte ich halt immer ab der Death Egg Zone. Hier, nichts. Deswegen. Gut. Aber ich will jetzt nicht weiter um den heißen Brei labern. Da ist nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. In dem Sinne, hätten wir es mit 9 Parts. Ich war mir nicht ganz sicher. Also ich meine, ich nehme jetzt schon 40 Minuten auf. Das ist so die Sache. Ich werde das auf jeden Fall ziemlich klein schneiden. Vor allen Dingen jetzt eben die Endboss-Phase wird sehr gekürzt. Muss ja. Das kann man ja sonst keinem antun. Jason Kubo hat's getestet. Genauso wie der Rick Rea und der Mike Williams. 3 durchaus gute Burschen. Wann sind wir denn angekommen? Tails fliegt da eine ganze Weile über den leeren Ozean. Ba-da-da-ba-da. Credit Stream ist eher so ein Medley, ne? Presented by Sega. Bin mal gespannt. Also, was ich vor allen Dingen auch vorhabe, um nochmal darauf kurz zurückzukommen, für die Leute, die jetzt noch dran sind, was ich auch noch vorhabe, ist jetzt eben, mich Sonic 2 und Sonic 1 auch zu widmen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was davon zuerst kommt. Ja, ja, lach du nur. Ich habe die Emeralds ja nicht gesammelt. Ich tendiere aktuell sogar dazu, Sonic 1 zuerst zu machen, weil das hätte ich dann hinter mir und dann kann ich mit Sonic 2 richtig schön meine persönliche Erfahrung mit der Trilogie abschließen. Sega, ich habe nichts gedrückt, by the way. Es ist alles automatisch hier. Und danach gucken wir mal, dass wir uns weiteren Spielen widmen. Auf meiner Liste stehen ja noch zum Beispiel sowas wie Sonic Colors, Sonic Generations, Sonic 4 Episode 1 und 2. Ich würde Sonic Mania auch gerne bringen. Beim Rest muss ich immer mal gucken, auf was ich Lust habe. Da gibt es ja noch die ganzen Konsorten Sonic Unleashed, Sonic Heroes, Sonic Boom, was ein super Spiel ist. Sonic Lost World. Also prinzipiell hätte ich da schon ein paar Sachen in Ausblick. Muss nur schauen, auf was ich wann, wie, wo Bock habe und wo ich wann, wie die Gelegenheit habe, es zu spielen. Ich bin ja ziemlicher... Ich kenne die ganzen Spiele, aber ich habe halt nichts Plan davon, was in denen wirklich abgeht. Egal. Hier beenden wir jetzt erstmal. Sonic 3 und Knuckles, ich bedanke mich fürs Ansehen. Lasst gerne nochmal eine kleine Bewertung da. Falls euch das trotz meiner teilweise etwas genervten Ader gefallen hat. Und wir sehen uns in anderen Let's Plays wieder. Bis dann. Tschüss.